Hallo Leute, heute ist der 16.05.2020. Heute war Sonja da. Ich bin schon wieder extrem müde und war es auch den ganzen Tag. Und mein Auge ist schon wieder total klein, aber da kann ich nichts für, das habe ich letztens erklärt. Und wir haben mit Sonja meine Nägel neu gemacht und Blumen drauf gemalt, wenn man es erkennt. Und wir waren im Kaffeehaus draußen und haben Kaffee getrunken, geraucht, getratscht und so weiter. Und morgen ist Sonntag. Ich habe mit Kerstin telefoniert. Wir haben so ein bisschen über Entspannung geredet und was man zu Entspannungstechniken machen kann. Und auch wie es mir so geht und so weiter und mit Corona und über die Zahlen und verschiedene Dinge und dann ist auch Sonja schon gekommen, weil Kerstin erst so gegen 4, gegen 12:40 Uhr angerufen hat und 13 Uhr kommt Sonja ja schon und wir haben eine halbe Stunde telefoniert und deswegen musste Sonja etwas warten, aber das hat sie nicht gestört, hoffentlich. Und der Laptop hält nicht. So, jetzt. Ja, wir haben tagsüber nicht so viel gemacht, wir waren etwas draußen. Und bei Kerstin sieht noch immer schwierig aus mit dem Treffen und mit den ambulanten Therapieterminen oder Gesprächsterminen. Ist ja keine Therapie. Sind ja nur Gespräche, aber sieht halt schwierig aus, weil sie im Spital ist und dann auch sehr viele Schutzvorkehrungen getroffen werden und man auch immer nicht so rein kann ins Spital, ohne dass man halt auf eine bestimmte Station muss und oder mit Einladung auf eine bestimmte Station oder zu Operationen oder so. Und ambulante Therapien wie Physiotherapie findet momentan überhaupt nicht statt. Und deswegen ist es auch für Kerstin und mich sehr schwierig. Und ja, das wird auch noch bleiben. Auch noch eine ganze Weile. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, wie wir weitermachen und wie lange das noch dauern kann, aber es kann keiner sagen. Und ja, mit Sonja war es heute ganz lustig. Konnte mich eigentlich die meiste Zeit gut konzentrieren. Außer als ich Hunger bekam. Ich war ein bisschen unterzuckert und mir war etwas schlecht. Und dann habe ich was gegessen, dann war es besser. Wir haben auch um 13 Uhr, also um 15 Uhr, das Spritzen vergessen und das war ein bisschen blöd, aber was soll man machen? Und
Es war sehr nett und schön mit Sonja und das Wetter war heute auch wieder schöner. Deswegen habe ich etwas Kopfweh. Dieser ständige Wetterwechsel tut mir nicht gut und ja. Aber sonst war nicht viel los. Am Dienstag muss ich Katheter tauschen. Wieder in St. Pölten. Auf der Urologie. Weil noch immer kein Urologe erreichbar ist. Und das ist sehr kompliziert für mich. Und sehr schwierig. Weil ich da vorher immer Antibiotika nehmen muss und mir die auf den Magen schlagen und dann alleine dahin fahren und das aushalten ist auch nicht so einfach. Und aber es muss halt sein und deswegen lasse ich es über mich ergehen, aber ja. Und sonst gab es eigentlich nichts heute. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Also wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Arines.